Ja, schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben, Herr Stützle, zu unserem heutigen Interview. Fangen wir mit der ersten Frage an. Erklären Sie doch mal, wie Sie damals zu Ihrem Studium der Biologie gekommen sind. Eigentlich eher zufällig. Ich bin in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen und hatte eigentlich die Vorstellung, den Betrieb meines Vaters zu übernehmen. Der hat aber eine Pleite hingelegt, bevor es dazu kommen konnte, so dass sich diese Option nicht mehr dargestellt hat. Und dann habe ich einfach alles abgestrichen, von was ich geglaubt habe, dass ich dazu ungeeignet wäre. Und dann ist die Biologie übrig geblieben. Hatten Sie noch irgendwas anderes, was in Frage gekommen wäre? Am ehesten vielleicht Ingenieurwissenschaften, aber ich habe mich da vor der Mathematik gefürchtet, nicht wissend, dass man die in der Biologie dann auch abbekommt. Gibt es denn einschneidende Erlebnisse aus Ihrer Studienzeit, die Sie noch besonders in Erinnerung haben? Ja, das erste wirklich entscheidende Erlebnis war eine biologische Exkursion an die Nordsee. Es war eine botanische Exkursion. Ich habe mich für Botanik überhaupt nicht interessiert. Es ist aber da ein Zoologe auch mitgereist. Das war Professor Thomas Bauer, der später dann Rektor an der Universität Kiel geworden ist. Und wir haben uns damals in einer kleinen Gruppe mit 3, 4 Kommilitonen gesagt, so viele Pflanzen kann es auf der Insel an der Nordsee gar nicht geben, dass der uns damit den ganzen Tag beschäftigen kann. Und wir haben dann morgens, lange bevor das Frühstück dort losging, mit dem Zoologen unsere ornithologischen Exkursionen gemacht. Seehunde auf der Sandbank besucht, war wirklich super. Und bei der Botanik haben wir uns eben dazugestellt und interessiert geguckt. Und dabei habe ich ein bisschen übertrieben beim interessiert gucken. Ich habe dann einen Hiwi-Job in der Botanik angeboten bekommen, den ich nehmen musste, weil ich das Geld dringend gebraucht habe. Und das war der Einstieg in die Botanik. Sie hat mich dann nie wieder losgelassen. Finde es nicht schade, ich bin zufrieden mit dem Weg, aber geplant war er so nicht. An welcher Uni haben Sie denn studiert? Ich habe an der Universität Ulm studiert. Wahrscheinlich hätte ich an anderen Universitäten Schwierigkeiten gehabt, weil zu dem Zeitpunkt war mein schwäbischer Dialekt noch so ausgeprägt, dass man mich, glaube ich, hier im Ruhrgebiet gar nicht verstanden hätte. Haben Sie denn noch andere Auslandsaufenthalte während Ihres Studiums erlebt? Ich war das erste Mal wirklich weg, nach der Diplomarbeit. Da bin ich von meinem Doktorvater nach Brasilien verschickt worden, für ein halbes Jahr. Eigentlich gegen meinen Willen. Die Möglichkeiten, sich zu wehren, waren aber bei den Professoren alten Stils relativ begrenzt. Und heute bin ich froh, dass ich mich nicht wehren konnte. Ich habe immer noch zahlreiche Verbindungen nach Brasilien und bin in den letzten Jahren fast jedes Jahr für längere Zeit dort gewesen und habe jetzt wieder einen Humboldt-Stipendiaten aus Brasilien hier bei mir im Institut. Also dieser Auslandsaufenthalt hat ein Forschungsgebiet mir eröffnet, auf dem ich mich heute noch betätige, und hat Verbindungen geschaffen, die heute noch für meine Forschung wichtig sind. Gibt es da jetzt Beispiele? Ja, das, was wir dort bearbeiten, sind Pflanzengruppen aus den Gebirgen des brasilianischen Schildes. Das ist eine wunderschöne Landschaft, das sind wunderschöne Pflanzen, von denen wir auch hier im Botanischen Garten eine kleine Sammlung haben. Und man kann mit diesen
Arten, wahrscheinlich auch die Vegetationsgeschichte dieses Raumes ganz gut rekonstruieren. Mhm. Das ist dann auch ökologisch interessant. Wie sind Sie denn letztendlich dazu gekommen, dass Sie in der Lehre bleiben, beziehungsweise dass Sie in die Lehre gehen? Ich denke, dass sich das an der Universität sich diese Frage gar nicht stellen kann. Entweder Sie machen Forschung und Lehre oder Sie sind nicht da. Okay. Es gibt auch Wechselwirkungen aus beidem. Das zweite Forschungsgebiet, das ich mir hier dann eröffnet habe, war die Evolution der Nacktsamer, also Weihnachtsbaum und Verwandte. Und das habe ich angefangen, weil ich das Gefühl habe oder hatte, dass ich nicht richtig verstanden habe, was ich in der Grundlehre im zweiten Semester zu unterrichten habe. Und wenn Sie dann mit der Literatur nicht zum Ziel kommen, dann geht man eben hier im Botanischen Garten, wo die Pflanzen stehen. Bücher haben manchmal recht, Pflanzen immer. Okay. Und dann arbeitet man dann dran. Ja. Und das Forschungsgebiet kam ursprünglich direkt aus der Lehre. Und heute sind wir eine von den wichtigsten Gruppen auf diesem Gebiet. Von daher würde ich im Gegensatz Forschung-Lehre nie sehen und auch nicht akzeptieren. Okay. Wenn Sie sich Ihre Studienzeit nochmal in Erinnerung rufen und diese dann mit der heutigen Studienzeit vergleichen, was hat sich denn für Sie ganz speziell verändert, wenn Sie es mit Ihrer eigenen Studienzeit vergleichen? Das ist ganz schwer zu sagen. Also wir sind sicher weniger mit kleinen Prüfungen eingedeckt worden. Ich habe meine ersten ernstzunehmenden Prüfungen wirklich nach 4 Semestern im Vordiplom gemacht. Vorher gab es mal eine Praktikumsklausur, aber da war eigentlich nie was uns wirklich ernsthaft berührt hat. Das waren alles Dinge, wo man um durchzufallen dumm und faul sein musste gleichzeitig. Mhm. Und die Noten, es gab gar keine Noten, es gab nur bestanden, nicht bestanden, das ist nirgends mehr aufgetaucht. Und heute muss man ja schon von der ersten Modulprüfung an immer auf die Endnote schielen. Das finde ich schon ein bisschen störend. Wenn Sie was an dem Studium ändern könnten, was würden Sie denn ändern? Wäre das dann auch eine Prüfungsmodalität? Das ist ganz schwierig, weil man hat das, was man geändert hat, ja deswegen geändert, weil vorher was nicht funktioniert hat. Das ist wie in der Pharmakologie, wenn Sie irgendein Medikament einsetzen, dann hat es auch Nebenwirkungen. Das Problem bei uns war, man konnte 4 Semester da vor sich hin studieren, ohne eine Vorstellung zu haben, wo man sich leistungsmäßig überhaupt befindet. Vielleicht hat man bei uns damals eine bessere Übersicht über den eigenen Leistungsstand gehabt, weil das Feedback von den Dozenten besser und direkter war, weil wir nur 45 Studis im Semester waren. Als ich dort nach der Habilitation weggegangen bin, war es immer noch üblich, dass jeder Dozent jeden Studierenden des Faches persönlich namentlich gekannt hat. Mhm. Das kann man sich bei unseren 300, die da pro Semester reinkommen, ist das unvorstellbar, geht nicht. Da geht der Einzelne in der schlichten Masse unter, was Vorteile und Nachteile hat. Wenn ich damals am Wochenende zum Einkaufen in der Stadt war, konnte es sein, dass ich meinen Zoologieprofessor getroffen habe und der gesagt hat, ach, wo waren Sie denn am Mittwoch? Ich habe Sie vermisst in der Vorlesung um 10. Das wird Ihnen hier nie passieren. Ja, das stimmt. Ja. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Ja.
Also diese persönliche Beziehung zu Dozent und Student ist heute nicht mehr so gewährleistet. Das kommt erst später, weil es zu Beginn einfach so viele sind. Ja. Man kann sich zu Beginn nur wenige merken. Man merkt sich die, die aus irgendeinem Grund extrem positiv auffallen, und man merkt sich die, die aus irgendeinem Grund extrem negativ auffallen. Ja. Und der Rest geht dazwischen irgendwie verloren. Und das hat aber überhaupt nichts mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit zu tun, weil man hat gar nicht die Zeit, sich damit im Einzelfall näher zu beschäftigen. Also das sind vielfach einfach unbrauchbare Vorurteile, die man da ansammelt. Gibt es noch irgendein besonderes Erlebnis, was Sie aus Ihrer Zeit in Brasilien erzählen können? Ach, da gibt's natürlich tausend Dinge. Ich habe mal eine amerikanische Kollegin eingeladen zum Vortrag, die auch in Brasilien gearbeitet hat. Und als wir dann zum Hörsaal marschiert sind, hat sie so im Scherz gefragt, should we do reasonable work or just call it adventures in Brazil? Da hat jeder seine Storys. Das erste wichtige Erlebnis war für mich, ich bin dort ohne jede Sprachkenntnisse angekommen, weil ich ja eigentlich auch nicht hin wollte. Und ich hab bis dahin gedacht, dass ich sowieso für das Sprachenlernen völlig ungeeignet sei und dass es auch völlig unwichtig sei. Und wenn man da dann plötzlich dasteht und muss, dann stellt man zwei Dinge fest. Erstens, es geht. Und zweitens, es muss auch sein und es lohnt sich auch. Denn nur wenn man in der Landessprache einigermaßen kommunizieren kann, kann man sich auch frei bewegen, ohne dass man immer einen Aufpasser bei sich dabei hat. Man lernt es durch Gebrauch. Ich habe in Porto Alegre im Stadtzentrum in so einem Edificio mit 14 Etagen gewohnt, und im ganzen Haus konnte niemand auch nur ein Wort Deutsch. Und ich konnte damals praktisch null Portugiesisch, konnte ein bisschen Französisch und manche Vokabeln sind ähnlich. Das war mein Zugang. Und ich habe im siebten Stock gewohnt. Im fünften Stock hat so eine kreolische Mama gewohnt. Wenn ich mit der im Aufzug drin war, dann musste ich die Luft tief anhalten, dass wir überhaupt beide reingepasst haben. Und die hat sich meiner angenommen, ohne irgendeine andere Sprache als Portugiesisch zu können, hat die mir Portugiesisch beigebracht. Und das hat so gut funktioniert, dass ich mich nach so zweieinhalb Monate so weit verständigen konnte, dass das Alltagsleben gewährleistet war. Sprechen Sie heute auch noch Portugiesisch oder haben Sie das verlernt? Das kommt immer, das bessert sich immer wieder auf, wenn ich dort bin. Mhm. Und ich muss natürlich auch portugiesische Artikel lesen. Die Kommunikation mit den brasilianischen Kollegen geht so, dass sie mir Portugiesisch schreiben und ich auf Englisch antworte, weil Schreiben fällt mir relativ schwer. Ja. Aber Kommunikation geht. Ein nettes Erlebnis, ich habe hier eine brasilianische Doktorandin gehabt, die über die gleichen Pflanzen gearbeitet hat wie ich. Und mit der war ich dann zu Feldarbeiten in Brasilien über die Ostertage. Und da haben sie uns am Gründonnerstag im Hotel rausgeworfen, weil alles ausgebucht war. Mhm. Und wir haben kein Hotel bekommen, war alles belegt. Was haben sie dann gemacht? Die Mara war schon ziemlich nervös, und das kommt also bei Brasilianern selten vor, dass sie nervös werden, weil man da alles ganz tranquillo nimmt. Mhm. Und die hat angefangen zu flattieren, und ich habe auf die Uhr geguckt und meine Uhr ist stehen geblieben, war nur die Batterie leer. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich gehe jetzt zuerst zum Relogio und gucke, dass ich eine neue Batterie kriege, und dann gehe ich zum Friseur zum Haare schneiden. Sagt sie, bist du wahnsinnig, wir haben noch kein Bett und du gehst zum Haare schneiden. Und ich sage, beim Friseur werden nicht nur Haare geschnitten, beim Friseur wird auch geredet.
Und da bin ich dann hin. Der hat natürlich nach zwei Sätzen gemerkt, dass ich Ausländer bin. Und dann hat man darüber geredet, was ich so mache. Und dann habe ich dem erzählt, dass wir ein Problem mit der Unterkunft haben. Er sagte, ja, das ist jetzt in Diamantina schwierig, aber wenn man nach Süden aus der Stadt rausfährt, da kommt nach 30 Kilometer ein Dorf und da wohnt so ein verrückter Deutscher mit einer Posada und da sollen wir mal hinfahren und fragen. Mhm. Ja, für die 30 Kilometer dann über 2 Stunden gebraucht, weil die Piste so miserabel war. Mhm. Die Posada war vollständig belegt. Der verrückte Deutsche hat uns aber gesagt, in San Gonzalo hat noch keiner auf der Straße übernachtet. Habt ihr irgendwas vor noch den Tag? Ich habe gesagt, ja, Geländearbeit. Ich sagte, gut, dann geht ins Gelände arbeiten. Bis heute Abend haben wir schon eine Lösung. Und abends konnten wir dann ein ganzes Haus mieten. Also, ich habe noch nie nachhaltige Probleme dort gehabt. Es ging immer mit irgendwelchen netten Leuten prima aufzulösen. Wie oft fahren Sie denn durchschnittlich im Jahr nach Brasilien? Im Jahr einmal maximal. Okay. Ich schaue, dass ich, wenn ich hinfahre, dann wenigstens einen Monat dort bin, mhm, weil das Logistische drumherum, bis man dort ist, bis man im Gelände ist, bis man was tun kann und bis man wieder zurück ist, das nimmt so viel Zeit weg. Da würden Sie, wenn Sie mehrfach kurz hingehen, eigentlich die ganze Zeit, die meiste Zeit im Flugzeug und bei der An- und Abreise verbringen. Ja. Das ist dann besser, seltener und dafür länger. Gibt es noch irgendwas, was Sie aus Ihrer Brasilienzeit noch uns mitteilen möchten, wenn noch irgendwas besonders Lustiges? Ja, lustig war, wenn Sie als Botaniker im Gelände sind, mhm, dann kommt man ja da nicht unbedingt immer so völlig sauber zurück. Und ich bin einmal da mit einem anderen deutschen Studenten von der Feldarbeit zurückgekommen. Und dann sind wir in ein einfaches Restaurant zum Essen. Wir waren auch ziemlich hungrig. Und das war das erste Mal, dass sie von uns zuerst sehen wollten, ob wir überhaupt Geld haben, bevor wir bedient wurden. Weil wir haben ausgesehen, als hätten wir wahrscheinlich gar keins. Ja, mein erstes Churrasco war in einem winzigen Dorf namens Tainhas. Das war ein Holzhaus. In den Fenstern waren keine Scheiben, sondern es war mit Düngemittelsäcken zugenagelt, damals vor fast 30 Jahren. Und ich habe nicht gewusst, wie Churrasco in Südbrasilien funktioniert. Speisekarte gab es nicht, die haben nur gesagt, sie haben Churrasco. Und haben gesagt, was kostet es? Das waren damals umgerechnet 5 oder 6 Mark. Das habe ich dann bestellt und dann kamen 3 so kurze Würstchen da und ein bisschen Reis- und Tomatensalat. Und dann habe ich gesagt, pach, das soll es sein. Habe ich halt gegessen. Und wo das weg war, dann kam ein Spieß mit Hühnerherzen, dann habe ich innerlich aufgeatmet und habe gedacht, muss ich doch nicht verhungern. Ja. Und als die Hühnerherzen weg waren, kamen Hühnerbrüste und der Reis mit den schwarzen Bohnen. Als ich die Hühnerbrüste verputzt gehabt habe, habe ich mich schon gut angesättigt gefühlt. Dann kam das Schwein und das Lamm und dann das Rind. Und dann habe ich gedacht, das schaffe ich nie. Und als ich dann gar nicht mehr konnte, war immer noch so viel auf dem Tisch wie vorher. Und das hat man mir erst später erzählt, dass da so lange gegessen wird, auch nachgeliefert wird. Ja. Also wie das Espeto Corrido funktioniert, das war mir vorher völlig unbekannt. Wann haben Sie es dann gemerkt? Da habe ich dann... Ja, ich habe dann halt aufgehört, als ich gar nicht mehr konnte. Mhm. Und als ich zurück war in der Stadt und das erzählt habe, haben sich die alle totgelacht und mir dann erklärt, wie das funktioniert. Ja, dann vielen Dank, Herr Stütz, für das Gespräch. Bitte.